mancher Sanitäter. Wir haben Staatsoberbezirke. Da können sich ein Arzt wahrscheinlich abschneiden. Und mancher Sanitäter hat manchen Soldaten fliegen. Ja, richtig. Naja, ich hab das nur Ihnen erzählt, ich will niemand hier vorgreifen. Ja, ne? Ja, verstehen Sie? Kriegt das Obst auch? Weil ich immer manchmal so ganz locker. Hier der Herr, der da mit den dunklen Haaren in der Mitte ist. Der hat einen Statement gehalten. Ein wunderschönen guten Morgen. Da sieht man auch irgendwo bekannte Gesichter. Ja, hallo. Ein bisschen vorausgeeilt. Die anderen sind aus Berlin ein bisschen früher gekommen. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Extra von Berlin angereist? Ja. Gut. Früh aufgebrochen. Also, wir sind ein bisschen später weggekommen. Ja, wir haben schon gedacht, Mensch, ist Kinder. Hat dann in der Ausstellung dann noch ein paar Worte gesagt, also zu den Automaten selber. Ne? Ja. Aber dann läuft die Zeit eben so dahin. Ja. Bei uns ist ja so üblich schon Konfirmation. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier am Grenznick Wendeschliebs. So hieß diese Ecke bis zum Tod von Michael Gartenschläger 1976. An dieser Stelle sind wir früher auch schon immer häufig gewesen, wenn wir Grenzbesucher informierten. Es wurde ja früher vom Gesamtdeutschen Institut, wurden ja Reisen an die innerdeutschen Grenze, wurden ja mitfinanziert und haben wir also zahlreiche Gruppen hier immer geführt. Das war hier in der Beziehung besonders interessant. Hier bildete, Sie haben ja sicher die Luftaufnahmen von dieser Stelle gesehen, bildete die Grenze einen rechten Winkel. Und ich stehe hier an der ehemaligen Grenze, wo dieser Knick war. Wir haben hier zu beiden Seiten des Schenkels haben wir den sogenannten Philosophengang gehabt. Das war ein in den Wald geschlagener kleiner Gang. Man konnte, wenn man hier längs ging, so schön philosophieren. Im Herbst konnte man hier wunderschön Pilze sammeln. Das Seltsame war, auf Mecklenburger Gebiet waren immer die schönsten Pilze. Die durfte man aber leider nicht holen. Aber wir Bundesbürger von der Westseite haben natürlich die einmalige Chance gehabt, bis unmittelbar an der Grenze zu gehen. Und Sie haben die Ausstellung sich, glaube ich, auch gerade in Rheinweg angeschaut. Und da haben Sie ja das kleine Diorama da aufgebaut gesehen, wo der Grenzsoldat an einer Grenzrolle steht. Und das ist auch so ein kleiner Zaun. Und so ein kleiner Zaun befand sich hier auch in der Ecke, nicht? Der bloß bis zum Bauchnabel also so reichte. Aber wenn man jetzt 50 Meter weiter in die andere Richtung ging, war es offen. Da konnte man kaum sehen, dass sich dort die Grenze befindet. Diese Grenzsäulen, das ist so ein mickriger Nachbau. Ich habe die Originalgröße gerade in Ausstellung gesehen. Die standen in den ersten Jahren unmittelbar an der Grenze. Und da kam es dann häufig vor, in den ersten Jahren, die sind 1987 aufgestellt worden, 1968 aufgestellt, 67, 68 aufgestellt worden, da hatten die Grenzsäulen noch ein Emblem aus Bakelit, ein farbiges Emblem. Und da konnten die Bundesbürger, die blieben auf Bundesgebiet, konnten dann einfach die Grenzembleme stehlen. Und das war der DDR natürlich doch ein bisschen mühsam. Und aus dem Grund wurden dann aus Spritzguss, Aluminiumspritzguss, wurden dann die anderen Reliefs angefertigt. Und die waren auch so befestigt, dass man sie also nicht mehr abbauen konnte. Und diese Emblem hatten einen riesenhohen Sammelwert. Nach der Wende wurde ein Emblem mal beim Hamburger Auktionskauf für 1600 D-Mark plus Mehrwertsteuer plus Zuschlag für den Aktionator verkauft. Nicht? Aber das war wohl das ein einmaliger Fall. Zwischenzeitlich sind überwiegend Nachbauten auf den Markt. Und wenn Sie sich tatsächlich mal so ein Originalgrenzstück irgendwie auf dem Flohmarkt erwärmen, dann achten Sie darauf, die sind meist ein bisschen, die Original sind ein bisschen beschädigt und meist haben sie noch so ein ganz klein bisschen Farbanstrich.
obwohl Farbe nicht die der Mangel war, war, diese Grenzsäulen wurden immer in ständigen Abständen frisch gestrichen. Und die Bundesbürger hatten ja den Vorteil, bis unmittelbar an der Grenze zu gehen, und wir Grenzbedienste, der Bundesgrenzschutz, und wir durften nicht verhindern, wenn jetzt ein Bundesbürger Interesse hat, ach, ich will mir mal den Zaun näher angucken, durften wir eigentlich nicht dran hindern. Das Erste, was wir machten, haben ein bisschen geschnuppert, ob er unter Alkohol steht. Wenn er alkoholisiert ist, dann musste man natürlich das verhindern. Und Jugendliche, Kinder und so weiter nicht, das haben wir natürlich dann auch abgehalten. Aber wenn die einen gesunden Eindruck machten, natürlich haben wir vorher nochmal fahndungsmäßig über Funk dann die Personalien überprüft. Und dann hätten wir bloß gewarnt, wie gefährlich das an dieser Grenze sein konnte. Und haben sie hingewiesen, sie sollen doch lieber einen Grenzübergang benutzen. Wir gucken uns hier gleich bei Leisterförde die Grenzanlage nochmal an, wie sie früher aussah. Und ein Relikt ist jetzt noch zu sehen, wenn Sie hier drüben hinschauen, sehen Sie diese Gramspuren. Und zwar gegen 1950 wurde mit einem Gramflug, wurde diese Gram von der deutschen Grenzpolizei angelegt. Und zwar sind dort, in diesem Gram, ist häufig die Flucht geendet für die Landwirte. Es sind damals sehr viele Landwirte, und auch später, als die LPG dann gegründet, die LPG ist gegründet worden, da sind viele geflohen, die wollten in den ersten Jahren, wollten sie noch ihr Hab und Gut mitnehmen, sind mit dem Pferdewagen und so weiter unterwegs gewesen, mit dem Trecker, und viele sind dann in solchen Gräben dann dementsprechend stecken geblieben. Jetzt möchte ich zum Fall Gartenschläge etwas erzählen, wie wir Zöllner das hier erlebt haben. In den frühen Morgenstunden des 30. April 1976 entdeckte mein Kollege Martin Krause eine Leiter, die am Zaun stand. Wir werden gleich ein Stückchen reingehen. Ich zeige Ihnen dann die Stelle, wo der Zaun war. Und am 9. Pfahl stand eine Leiter. Und beim näheren Hinsehen, weil man ja die Chance hatte, durch diesen Winkel praktisch hinter den Zaun schauen, bemerkte er, dort fehlt ein Schussapparat. Man konnte von dort hinten dann auch sehen, dass die Auslösedrähte dementsprechend durchhängen. Und mit dem Fernlass konnte man genau sehen, an dem Betonpfahl, wo dieser Schussapparat befestigt war, da fehlte auch die Schelle. Man sah Rostspuren und so weiter, konnten also sehen, da fehlt ein Schussapparat. Die DDR bemerkte den Diebstahl erst 2 Tage später, als der Martin Krause, nämlich der Streife, wir hatten dann 2 Tage lang, wir Tag und Nacht auf der Lauer, nichts geschah, die Leiter stand immer noch da, obwohl stündlich und sogar noch häufiger hier Streifen vorbeifuhren. Zu diesem Zeitpunkt war hier kein Beobachtungsbunker, kein Turm. Es war am Waldesrand war zwar ein Holzstoß, der dann auch als Versteck genutzt wurde, und dass Dauerpostierungen nicht üblich waren, nicht, dass hier nur sporadisch Streifen vorbeifuhren. In Sichtweite sah man dann hinten einen Turm, der dann also das auch einigermaßen im Blick hatte, wenn hier irgendetwas los war. Nachdem der Martin Krause einer Grenzstreife das zurief, war natürlich riesengroße Aufregung. Ein Spurensuchkommando kam vorbei, es wurde alles genau dokumentiert. Falls Sie bei der Ausstellungseröffnung da waren, haben Sie vielleicht von meinem Super 8 Film, den ich damals gedreht habe, gesehen, dass dann sogar Fußabdrücke genommen worden sind, die hier im Vorfeld waren. Und eine Folie wurde und einen Betonpfahl gelegt, um Spuren wie Stoffreste und so weiter sicherzustellen. Seltsamerweise, nach den tödlichen Schüssen, ist solche Dokumentation fand nicht statt. Beim Diebstahl ja, in einem Todesfall nicht. Wir wussten dann in dem Zeitraum zwischen Ende März und Mitte April 1976 nicht, wer den Schussapparat abgebaut hat. Für uns war es sicher, dass es jemand aus dem Westen gewesen sein muss. Das hat die Reaktion der DDR-Truppe ja bewiesen. Aber wer das war, und wir dachten ja, wenn das westdeutsche Geheimdienste sind, die werden sich die Leiter nicht unbedingt stehen lassen, die würden diese Sache ja auch nicht mitnehmen.
Und ich weiß immer noch nicht, warum Michael Gartenschläger damals die Leiter nicht mitgenommen hatte. Er benötigte sie ja wieder, weil er noch anschließend noch einen zweiten Schussapparat abgebaut hatte und sogar noch einen dritten entwenden sollte. Erst Mitte April erfuhren wir dann durch den Spiegel, dass Michael Gartenschläger dort ein Schussapparat abgebaut hatte. Mitte Mai muss das gewesen sein, ne? Weil Sie sagten, 30. April war er hier. Oder war das beim dritten Mal? Ach so, Entschuldigung. 30. März, da habe ich mich versprochen, habe ich 30. April gesagt, da habe ich die abgeblieben ist. Ah. Die wurde ja damals auch sichergestellt, die lag hier hinten noch im Wald, aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Für uns war das dann auch eine ungewisse Zeit, weil wir nun in dem Zeitraum zwischen Ende März und Mitte April nicht wussten, wer das war. Und ich habe hier auch häufig erlebt, dass ich sogar ein bisschen mit Angst zu tun gekriegt habe. Und zwar bin ich hier, wo jetzt der PKW steht, bin ich von unserem Zollkombi mit einem Kollegen abgesetzt worden. Ich habe damals noch einen Hund gehabt und marschiere jetzt hier in Richtung Süden. Und mit meine Uniform und Diensthund? Im Nachtdienst, mit Waffe, Uniform und so weiter. Meine beiden anderen Kollegen sind mit dem Kombi dann losgefahren und haben hier an der Betonstraße eine BGS-Streife getroffen. Und die beiden unterhielten sich und wir haben natürlich hier noch mal ein bisschen rüber geschaut. Das war ja zwischenzeitlich dort ein Beobachtungsbunker, haben dorthin geschaut. Und als wir weitergehen wollten, dann höre ich auf einmal eine Stimme: Halt, Parole! Bundesgrenzschutz, halt Parole! Ich sage, wir sind Zoll, wir haben keine Parolen und so weiter. Nicht? Und als ich das sagte, dann wurde ich doch ein bisschen nervös. Und zwar dann hörte ich dann auf einmal, wie der seine Maschinenpistole durchgeladen hatte, die noch nicht unterladen war. Und das ist nachts ein schreckliches, nicht nur tagsüber, aber nachts ist es noch ein schreckliches. Ich habe mich gleich mit der Taschenlampe angeleuchtet. Die sahen, dass ich Dienstladung habe, diesen Hund dabei habe. Ich habe daraufhin, habe ich dann nun meinem Chef erzählt, dem Zollkommissar, ich sage, Herr Sahno, ich habe hier nachts an der Grenze Angst. Herr Schmitz, Sie haben noch einen Hund und so weiter, Sie sind doch sonst kein Angsthase. Ich sage, ich habe Angst vor den Kollegen vom Bundesgrenzschutz. Aber dann hat sich Herr Sahno gleich mit Herrn Vogt vom Bundesgrenzschutz in Verbindung gesetzt und dann sind die BGS-Kollegen dann natürlich so auch ein bisschen vorsichtig auch uns gegenüber gewesen. Aber Sie können sich vorstellen, dass es dann eine komische Situation war. Und der eine hatte Angst, der andere hatte Angst. Dann, wurden die Streifen zwischen Ihnen gar nicht abgestimmt, zwischen BGS und Zoll? Streifen wurden abgestimmt. Ja. Und zwar war dieser Grenzabschnitt, ein bisschen über 40 Kilometer, waren 6 Überwachungsräume überteilt und wir haben gemeinsam mit dem Bundesgrenzschutz Dienstplanabsprachen gemacht. Aber es gab immer noch freie Streifen, die sich dann auch in dem Gebiet, wo jetzt die andere Behörde tätig war, dementsprechend errichtet hatte. Und das war in der Beziehung auch richtig, nämlich die Gegenseite hatte unsere Streifenpläne ja auch rechtzeitig bekommen. Mhm. Es waren ja beim Zoll und beim Bundesgrenzschutz mit großer Wahrscheinlichkeit auch EMs, dass solche Sachen dann dementsprechend auch verraten worden sind. Außerdem gab es denn hier Zoll? Hier gab es doch nichts zu verzollen, oder? Zu verzollen gab es nicht. Aber die Grenzüberwachung, Grenzbewachung ist ja ureigene Aufgaben vom Zoll. Zoll war immer an den Grenzen tätig. Und am 1. April 1949 kriegte dann die Zollverwaltung von Westdeutschland den Auftrag, eine Grenzüberwachung aufzubauen. Bis zu diesem Zeitpunkt 1949 waren die Siegesmächte, in diesem Fall in unserem Abschnitt sind sie die Briten gewesen, und die Landespolizei tätig. Und der Bundesgrenzschutz wurde dann erst 2 Jahre später gegründet. Genau. Der Bundesrechnungshof hat natürlich häufiger geprüft, ob es erforderlich ist, dass 2 Bundesbehörden an der Grenze tätig sind. Und dann hat der Bundesrechnungshof festgestellt, wir Zöllner sind effektiver und sparsamer. Einmal effektiver schon aus folgendem Grund. Wir waren mit unseren Familien, wohnten wir in den Dörfern unmittelbar an der Grenze. In jedem kleinen Dorf
auch früher sogar Fortkrug, Langlesten. Sie sind gerade in Brüten vorbeigefahren, in Brüten, in Büchen, Basedow und so weiter, wie Zeze. Überall gab es sogenannte Grenzaufsichtstellen und da sind Kollegen zu Fuß mit dem Fahrrad von dort aus an die Grenze gewesen. Und wir hatten das als Hauptaufgabe. Die Bundesgrenzschutz, jetzt ja Bundespolizei genannt, hat ja auch noch andere Aufgaben gehabt. Und die hat auch mit verwaltungsmäßig, mit Arbeiten in den Kasernen, Ausbildung und so weiter, viel mehr, weniger an der Grenze zu tun als wir Zöllner. Ich bin über 90% meines Berufslebens dann tatsächlich hier an der Grenze tätig gewesen. Die anderen 10% ist dann während der Dienstzeit ist dann Sport, Unterricht und Schießen gehörte natürlich, Schießausbildung gehörte auch zu. Genau wie der Bundesgrenzschutz waren wir ja bewaffnet. Tagsüber als Einzelstreife nur mit der Pistole. Und ich habe dann gleich zum Anfang, 68 ging ich beim Zoll und gleich 1969 habe ich mir einen Hund genommen. Da habe ich nämlich dann den Vorteil gehabt, ich brauchte dann nicht die schwere Langwaffe tragen. In den ersten Jahren haben wir noch den sogenannten Zollkarabiner, wie der Karabiner K98 ist er so ungefähr, ziemlich schwer getragen. Tagsüber war es ja nicht so schlimm, die Waffe zu tragen. Aber nachts ist man doch irgendwie ein bisschen schwächer. Da ist man ein bisschen weich in den Knien, nicht? Und da kam einem das viel schwerer vor. Und außerdem unsere Funkgeräte damals, als ich 68 anfing, die hatten noch einen großen Bleiakku und nichts wie heutzutage, die kleinen Walkie-Talkies. Nicht? Das ging also schon mal ganz schön schwierig. Jetzt möchte ich aber zu dem Fall Gartenschläger zurückzukommen. Er hat ja dann Mitte April hat er dann seinen zweiten Schussservat hier abgebaut, in unmittelbarer Sichtweite. Wir werden zu dieser Stelle dann jetzt auch gleich gehen. Und in der Nacht zum 1. Mai 1976 ist er hier ja erschossen worden. Michael Gartenschläger, diese Kenntnis, die ich jetzt habe, die habe ich von Herrn Lienecke, der in der Todesnacht dabei war. Und ich habe mich also auch mit dem Fall sehr stark beschäftigt, bin auch damals in Schwerin gewesen, an 8 von den über 20 Verhandlungstagen, ich war im Schweriner Landgericht, habe ich also auch noch sehr viel dementsprechend gehört. Michael Gartenschläger ist also mit zwei der Bekannten dann, oder mit seinem Freund und Bekannten, Rolf Dieter Übel, dann unterwegs gewesen. Und sie hatten vor der DDR einen dritten Schussapparat zu entwenden. Sie hatten vor, diesen Schussapparat vor der ostdeutschen Vertretung in Bonn aufzustellen, weil nämlich der DDR-Außenminister Fischer bei einer Pressekonferenz in Stockholm auch mal behauptet hatte, Schussapparate in der deutschen Grenze gibt es nicht. Und er wollte auch so beweisen, dass die DDR-Politiker lügen. Sie wollten den Schussapparat zuerst nördlich dieses Grenzknicks abbauen und die drei hörten Geräusche. Im Vorfeld waren unter Umständen Grenzsoldaten, dachten sie. Und aus dem Grund sagten sie dann, ach, wir bauen lieber in Niedersachsen einen Schussapparat ab. Dort ist eine ähnliche Geländebeschaffenheit. Und als er dann hier an dieser Stelle vorbeikam, da stand ja damals auch eine Grenzsäule, und in Höhe der Grenzsäule sagte zu seinen beiden Freunden, ich gehe schnell mal rüber und löse mit Hilfe eines Schweißdrahtes einen Schussapparat aus. Er hatte sowas schon ein paar Mal gemacht. Er hat Schussapparate ausgelöst, um die Reaktion der DDR-Grenztruppe und natürlich von den westlichen Grenzbürgern zu testen, wie lange das dauert, bis Streifen da sind und so weiter. Er robbte von hier aus los. Lothar Lienecke war an dieser Stelle, dort hatten wir vom Zoll eine kleine überdachte Bank. Dort lag der Lothar Lienecke und der Rolf Dieter Übel dort unmittelbar an der Grenze. Übel hatte eine Schrotflinte mit abgesägtem Lauf bei sich. Lienecke war genau wie Gartenschläger mit einer Pistole bewaffnet. Gartenschläger robbte von dieser Stelle aus los. Und wir können uns ja mal in diese Richtung jetzt bewegen. ...1976 sah es an dieser Stelle natürlich anders aus. Diese Bäume
sind jetzt erst in den letzten beiden Jahrzehnten so gewachsen. Vorher wurde das Gelände zwischen Grenze und Sperranlagen, also Metallgitterzaun, von Buschholz entfernt. Es wurde sogar in Zaunnähe, hinter dem Zaun, wo dann der Spurenstreifen war, wurde eine Menge Unkrautvernichtungsmittel ausgesprüht. Und hier war also freies Sichtfeld. Hier ungefähr an dieser Stelle ließ die Deckung, noch ein kleines Stückchen weiter ist es, hier ließ die Deckung durch Krüppelkiefern und Heidekraut nach. Gartenschläger stand auf und in diesem Augenblick wurde nach Auskunft seiner beiden Freunde ohne Anruf das Feuer auf ihn eröffnet. Die beiden haben noch gesehen, wie Gartenschläger zusammenbrach, kriegten noch mit, dass einer von den Schützen den Arm hochhieb, der leblos runterfiel, und es ist ja eine Menge Schüsse auch in Westen Richtung Westen abgegeben worden, und die sind dann, Linig und Übel, sind in den beiden verschiedenen Richtungen dann erstmal im Hinterland dann entkommen. Jetzt erzähle ich, wie es aus DDR-Schützensicht war. Es waren ja keine Grenzsoldaten, es war ja ein Spezialeinsatzkommando der Staatssicherheit aus Schulzendorf. Vor dem Zaun lag ein Doppelposten. Zur linken Seite hatte der eine Schütze sogar ein leichtes Maschinengewehr dabei. Und er hatte mitgekriegt, wie Gartenschläger an dieser Stelle aufstand, und in dem Augenblick hat er zu seiner Waffe, zu dem leichten Maschinengewehr gegriffen und mit seinem Ehering ein metallisches Geräusch verursacht. Daraufhin, Aussage Ost, haben die Schützen ohne Anruf auf den Gartenschläger geschossen. Die Schützen haben vor Gericht dann auch das Gleiche ausgesagt, Arm hochheben und so weiter. Und es wurde nur gegen drei Schützen ermittelt. Der vierte Schütze, der mit dem leichten Maschinengewehr, der war als Kronzeuge der Anklage. Und zwar hat er ausgesagt, Arm hochgehoben worden von dem Gartenschläger. Und jetzt hat der Chef der Truppe dann gesagt, Hauptmann L., die Worte sollen gefallen sein, das Schwein lebt noch, zurücktreten. Und die drei haben sich hingestellt und auf dem Boden liegende, am Boden liegenden Gartenschläger aus nächster Nähe geschossen. Das hat die Obduktion auch bewiesen. Und zwar Professor Schneider von der Charité hatte ein Gutachten abgegeben. Durch den Schusskanal ist bewiesen gewesen, dass er tatsächlich am Boden lag, und die Ausschüsse waren nicht perforiert. Das ist ein Beweis gewesen, dass er auf dem Boden lag. Gartenschläger war zu dem Zeitpunkt, als auf ihn geschossen wurde, dann das zweite Mal geschossen worden ist, war er praktisch schon tot. Die ersten Schüsse haben die Herzkammer, die Wirbelsäule und so weiter zertrümmert, auch wenn er sofort auf den OP-Tisch könnte. Es könnte kein Arzt der Welt hätte ihn noch retten können. Trotzdem sind die Schützen nicht mangels Beweisen freigesprochen worden, sie sind freigesprochen worden. Ne? Da habe ich immer noch kein Verständnis dafür. Und ich möchte noch mal mit auf den... Mit welcher Begründung? Notwehr. Eins ist auch seltsam, Lienicke hat mit seiner Schrotflinte in Richtung Osten geschossen. Die Kriminalpolizei, Lübeck, die diesen Fall untersuchte, hatte das nicht festgestellt. Am nächsten Morgen haben wir auf dem Weg, wo jetzt das Auto auch steht, da lag die Schrotflinte mit abgesägten Lauf. Und
schon eine Riechprobe hat eigentlich ausgesagt, dass mit dieser Waffe geschossen worden ist. Man merkt, wenn mit einer Waffe kurz vorher geschossen worden ist. Aber wieder mein Kollege Martin Krause hat im Buschwerk dort unmittelbar an der Grenze am Philosophenweg hat er Schrotkugeln entdeckt, das dokumentiert und konnte dann der Kripo dementsprechend zugeführt werden. Von DDR-Seite wurden diese Schüsse nicht registriert, nicht bemerkt, aber wahrscheinlich bei diesem Feuergefecht, nicht diese viele Schussabgabe, nicht, es sollen bis zu 120 Schuss abgegeben worden sein, da hat man diesen einzelnen Schuss wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Auch in dem Prozess hat dieser Schusswechsel keine Rolle gespielt? Keine Rolle gespielt. Denn das würde ja allenfalls Notwehr unter Umständen begründen. Ist gar nicht angesprochen worden. Jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Ja, und ich habe mit Herrn Lienicke auch gesprochen, nicht die Waffe ist. Also das ist nicht erwähnt worden. Aber es ist doch erwähnt worden, dass er eben Pistolenträger war. Ne? Pistolenträger, ja. Die Waffe ist ja bei Gartenschläger, ist ja dann auch gefunden worden. Seltsamerweise aus den Asservatenkammern verschwunden. Ah, ja. Nicht? Das ist also, nicht? Also es wurden keine Schmauchspuren. Es hätte sonst, wenn Gartenschläger geschossen hätte, wären ja an seinen Händen Schmauchspuren alles nicht gemacht worden. Und wenn ich daran erinnere, nach dem ersten und zweiten Diebstahl, jede Kleinigkeit wurde untersucht. Also die DDR hat alles dokumentiert. Ich habe im Raum Fortkuch, wo wir gleich mal vorbeifahren, dort endete da auch ein Weg und ist ein kleiner Schlagbaum. Und über diesen Schlagbaum hatte ich gerade zu diesem Zeitpunkt 1976 eine Schachtel Zigaretten Lord Extra rübergeworfen. Nicht so ein Meter geschlossene Schachtel Zigaretten. Und zwar war zwischen 1. April und speziell in der 2. Aprilhälfte nach dem 2. Diebstahl dann speziell, waren Tag und Nacht hier sehr viele Grenzsoldaten unterwegs. Es waren häufig auch DDR-Sprachjargon Feindwärtsposten eingesetzt. Die DDR-Grenztruppe sprach, wenn sie sich von uns aus gesehen, vor dem Zaun befanden, von Feindwärts. Hinterm Zaun Freundwärts. Das haben übrigens die Todesschützen beim Prozess auch noch gesagt, 1999. Und ich hatte dann, wie gesagt, die Schachtel Zigaretten rübergeworfen. Zwei Grenzsoldaten kommen vorbei. Es war ein Gespräch mit den Grenzsoldaten der DDR nicht möglich. Sie hatten Sprechverbot. Daran haben sich überwiegend gehalten, außer wenn sie von uns mal wissen wollten. Mich bedrückte das eigentlich immer sehr. Ich bin in Wittstock an der Dosse in der ehemaligen DDR geboren, 1976 mit der Familie ganz einfach noch Berlin S-Bahn geflohen. Und wenn ich damals gleichaltrige Grenzsoldaten saß, die uns so direkt gegenüber standen, dann dachte ich immer, die dürfen nicht mal meinen Gruß erwidern und vielleicht habe ich mit ihm in meiner Sandkiste gespielt. Das bedrückte mich also immer. Dann hatte die Zigaretten lagen dann da. Die beiden Grenzsoldaten gucken ganz böse, gehen weiter. Weil aber alle 200-300 Meter Grenzsoldaten vorm Zaun waren, diese Grenzaufklärer, habe ich meinen Standort, ich war mit dem PKW unterwegs, im Dienstwagen unterwegs, meine Standorte gewechselt. Und als ich nach 2 Stunden an diese Stelle vorbeikam, da traf ich diese beiden Grenzaufklärer wieder. Die knieten vor der Zigarettenschachtel, fotografierten sie von allen Ecken, nahmen ein Streichholz, eine Plastiktüte und hatten sie dann in die Schachtel dann in der Tüte dann verschwinden lassen. Also meine Fingerabdrücke sind dann drüben dementsprechend vorhanden. Befehlsgemäß gehandelt. Dann, Wochen später, treffe ich Grenzsoldaten und mit denen habe ich dann indirekt sprechen können. Ich sage, ja, was gibt es bei euch heute zu mittags? Keine Reaktion. Und kurz danach, so eine Minute danach, sagt er zu seinem Kumpel, heute gibt es bestimmt wieder einen Topf. Und so konnte man also indirekt sprechen. Und dann sagt er auf einmal, das ist der mit Lord Extra. Ich sage, na, haben die wenigsten geschmeckt. Die Idiot hat die abgegeben. Die Idiot hat die abgegeben, die Zigaretten. Sind da drüben. Ich habe übrigens 3-mal schon um Akteneinsicht gebeten. Außer einer kleinen Karteikarte ist nichts vorhanden. So geht es meinen meisten Kollegen. Ich verstehe es nicht.
zum Beispiel ein Reporter der Lübecker Nachrichten, der beim Zoll und beim Bundesgrenzschutz aus- und einging, nicht, der hier häufig an der Grenze zu sehen war. Ich hatte den also zahlreiche Interviews gegeben bei IM Wallis. Die Lübecker Nachrichten hat den Herrn natürlich dann gleich rausgeworfen. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, haben Sie jetzt hier an Ort und Stelle noch Fragen? Der Bamberger Prozess in Schwerin. Der begann am 9. November 1999. Ja. Die Geländestruktur, abgesehen vom Baumbewuchs, war die damals entsprechend dem, was man jetzt hier sieht? Ja. Also dann brauchten die ja keine großen Stellungslöcher da auszukriegen. Stellungslöcher haben wir schon gerade gesehen. Hier weiter vorne auch nochmal. Hier saßen dann. Also das haben sie schon ausgehoben. Das sieht man ja. Und da ist nochmal ein kleines Loch gewesen. Und jetzt ist es natürlich schon zugehörig. Das bedeutet zugehörig gewesen. Und wenn hier jemand drin saß, konnte man von Bord aus nicht sehen. Nee, das ist klar. Ich habe es gehabt. Ich saß hier drüben auf der Bank, wo der Wiese praktisch auch lag, ein Stück weiter war das. Weit und breit keiner zu sehen. Ne? Und plötzlich, ich hatte gerade meine Kaffeeflasche rausgeholt, Sonne schien auch. Auf einmal merkte ich, dass ein Schatten auf meine Kaffeetasse kam. Da standen zwei Grenzsoldaten direkt vor dem Zaun. Ich habe sie nicht gesehen. Und auch an dieser Stelle habe ich dann noch eine Grenzverletzung begangen. Direkt in der Ecke stand ja so ein kleiner Grenzstein. In Richtung, Sie haben ihn vielleicht auch in Ausstellung gesehen, dann ist, glaube ich, in der Vitrine drin. Ja. Und in Richtung DDR war dann DDR eingemeißelt. Und weil ich ja nun fotografiert und gefilmt habe in dieser Grenze, brauchte ich ja natürlich auch mal die Rückseite von so einem Grenzstein. Und da musste ich ja dann auch einen Meter auf DDR-Gebiet gehen. Eine weitere Grenzverletzung, wenn ich gerade dabei bin, habe ich am Bahndamm Büchen begangen. Und zwar... mein erster Zollhund ist leider auf der Zollschule eingegangen. Ich habe dann von unserem Zollhundelehrwart, wir haben extra einen Kollegen, der nur für die Hundeausbildung zuständig war, habe ich seinen Errol-Terrier geführt, damit ich nicht die Lust am Hundeführer-Dasein, bevor ich einen neuen Hund kriege, verliere. Das war ein Spitzenhund, der war 3 Jahre hintereinander Bundessieger beim Deutschen Gebrauchshundeverein. Und mein Assur, der gehorchte Oswort. Wir haben 100 Meter von der Grenze auf dem Bahndamm haben wir eine Beobachtungshütte gehabt. Die hatte ich dann ausgefegt. Mein Athos, Assur lag dann, der Erreterrier lag dann unangeleint draußen. Und das ist dem Burschen wohl langweilig gewesen. Er ist auf Streifengang gewesen. Ich pfeife, ist uns immer sofort zurückgekommen. Nix. Ich überall gesucht. Und dann auf einmal höre ich ein Jaulen auf DDR-Gebiet. Sie müssen sich vorstellen, Bahndamm auf der nördlichen Seite. Wir hatten unsere Hütte und auf der nördlichen Seite lag der Hund. Und in Höhe des Zauns, da stand unmittelbar, weil die Stelle am Bahndamm ja offen war, stand eine Beobachtungshütte der Grenztruppe. Die war aber dann auf der nördlichen Seite und auf der südlichen Seite lag der Hund ungefähr 50 Meter auf DDR-Gebiet. Er hatte sich in Dornenranken, hat er sich ja so ein langes Haarkleid gehabt und an seinem Halsband hat er sich da irgendwie festgefangen. Ich habe meine Waffe abgelegt, Funkgerät abgelegt, Mütze aufbehalten, bin hingegangen, habe den Hund gerettet, dass er mich glücklicherweise auf der anderen Seite nicht mitbekommen. Herr Schmidt, ich habe eine Frage zur Gedenkstätte hier selbst. Mhm. Wer war Initiator, wer hat es organisiert, wer kümmert sich drum? Das sind eine Gruppe, Freundeskreis Michael Gartenschmiede. Mhm. Die kümmern sich darum. Zum Anfang war noch Herr Lienicke dabei. In den ersten Jahren stand dort am Volkstrauertag 1976, wurde an dieser Stelle ein Eichenkreuz errichtet. Dieses Eichenkreuz verschwand eines Tages auf seltsame Weise. Es wurde abgesägt. Und das ist mir nämlich noch bekannt, ne? Das Holzkreuz war eine Zeit lang weg. Ich hatte zwischenzeitlich einen anderen Hund, nicht mein Athos.
bin mit dem unterwegs und habe hier überall das Gelände durchsucht und ungefähr 60 Meter hinter dieser Betonstraße, direkt am Waldesrand, habe ich das Kreuz gefunden, habe dann den Freundeskreis dementsprechend dann informiert und das Kreuz hat Lothar Lienig abgesägt, obwohl er Mitinitiator war. Und er hatte ein Abkommen mit der Staatssicherheit, dass das Ding dann dementsprechend verschwinden sollte. Lothar Lienig hat das erste Kreuz auch finanziert. Er hat also das Recht sogar. Und er hat sich damals auch eingesetzt, dieses Gelände gehört dem Land- und Erbmarschall von Bülow aus Gudow. Er hat auch die Genehmigung eingeholt, dass dort das Kreuz aufgebaut werden will. Jetzt kümmern sich aber die Freunde, der Freundeskreis Gartenschläger um. Ganz unumstritten ist dieser Freundeskreis Gartenschläger auch nicht. Sie nannten sich nach dem Tod laut Spiegel sogar als Kampfgruppe Gartenschläger. Das ist ein interessanter Spiegelartikel. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist. Und da spielt nämlich Dr. Schreck mit. Und zwar beim Freundeskreis Gartenschläger. Erschien in einer Kneipe am Pferdemarkt, St. Pauli, erschien ein gewisser Dr. Schreck. Er hatte einen Aktenkoffer bei sich, in dem er stapelweise 1000 Markscheine hatte und hat angeboten, die Kampfgruppe Gartenschläger dementsprechend finanziell zu unterstützen. Dann hatte er noch eine Killerwaffe dabei. Da wussten deutsche Geheimdienste noch gar nicht, dass die in Terroristen oder irgendwie in solchen Händen ist. Dieser Mann, er heißt in Wirklichkeit Udo Albrecht, ist auch durch Mithilfe der Kampfgruppe Gartenschläger, ist er verhaftet worden, saß in Haft und hatte zu seinen Taten geschwiegen, bis er eines Tages aussagen wollte. Er hat ausgesagt, er hat Waffenverstecke. Das war im gleichen Jahr, als auch in Förster, in der Heide, auch Waffenverstecke, nicht nur rechtsextreme Terroristen, Waffenverstecke angelegt hatte. Und dieser Udo Albrecht hatte angedeutet, er hat Waffenverstecke, ein Waffenversteck, eine Panzerfaust an der Bahnlinie in unmittelbarer Grenznähe, ein zweites Waffenversteck hier. Gemeinsam mit dem Staatsanwalt, Bundesgrenzschutz, glücklicherweise war der Zoll nicht dabei, sind sie dann zu dieser Stelle gegangen. Herr Albrecht war sehr willig, hat sogar mitgeholfen, dort noch zu buddeln und hat dann zum Staatsanwalt gesagt, ja, Staatsanwalt, ich möchte Sie gerne mal unter vier Augen sprechen. Die stehen auf einer Seite des Bahndamms, in unserer Grenznähe, muss ich dazu sagen, bewaffnete Justizbeamte, bewaffnete Grenzschützer dann dabei. Und wie es häufig an dieser Stelle ist, rattete ein Zug vorbei. Der Albrecht nützte die Chance. Er rannte los. Der Staatsanwalt rief noch immer, schieß, schieß. Lothar Vogt, der dabei war, nicht vom Bundesgrenzschutz, schieß nicht. Riesengroße Aufregung. Und gleich, unmittelbar an der Grenze, waren zwei Grenzoftlehrer, auch sogar wieder mit einem leichten Maschinengewehr, also die mussten wohl auch schon Bescheid gewusst haben, und haben den Herr Albrecht abgeführt. Herr Albrecht ist in einem Land seiner Wahl freigelassen worden, ist ein rechtsextremer Straftäter, wo der abgeblieben ist, das weiß der liebe Gott. Sehr merkwürdig, ne? Das ist eine sehr merkwürdige Sache. Ne? Interessant. Hat die Freundesgruppe diesen Stein auch gestiftet? Oder? Ja. Er ist auch noch einer aus einem Freundeskreis, der Name, da kann ich... Einer von diesen, mit denen er zusammen verhaftet worden ist, damals von den Jugendlichen, also wie er 17 war. Und der auch freigekauft worden war. Und auch hier in Barfüttel-Umgebung zu Brücke gewonnen. Ja, nur der Beweis fehlt, ne? Nur der Beweis fehlt, ja. Nur der Beweis fehlt. Und deswegen kann man da nichts machen. Kann man da nichts machen. In Aufschlägerzeiten war der Lienicke noch nicht umgedreht. Nee. Denn der Zeitpunkt, der genaue Zeitpunkt des Erwartens, da muss ja irgendwie kommentiert gewesen sein. Ich meine, Michael Gartenschläger war leider sehr unvorsichtig. Ja, das er hat jedem, der es hören wollte oder auch nicht hören wollte, hat er gesagt,
Er ist in Büchen bei der Tankstelle dann gewesen und er sagte, ich bin der Gartenschläger, ich baue noch mehr Schusssalat ab. Er hatte sich ein Fotoapparat dort in einer Drogerie gekauft. Ich bin der Gartenschläger, ich habe Schussapparat abgebaut, ich baue noch mehr ab. Das war also sehr unvorsichtig auch an dieser Stelle. Und die Funksprüche auch, ihre Behörden, die Funksprüche ihrer Behörden waren auch etwas nicht verschlüsselt mehr. Direkt. Das ist also Richtfunk. In einer Reportsendung habe ich dann auch bin ich dazu auch befragt worden. Aber wir sind beim Zoll sind wir so ausgebildet worden, dass wir solche brisanten Sachen dann über Netz. Damals haben wir ja noch kein Handy gehabt, dass man dann, das war eine brötende Telefonzelle, dass man dahin fahren konnte und dann dementsprechend dann die Bescheid sagen konnte. Gibt es denn? Ich habe 2004 den Prozess, war als Zuhörer in Berlin zum Prozess über Michael Gartenschläger, wie der Stasi-General da angeklagt wurde. Da kam zur Sprache beispielsweise auch ein Telefonat von einer Telefonzelle in Schwarzenbeck, dass die DDR-Aufklärer aufgefangen hatten. Und da hieß es, also ich habe den Wortlaut noch im Kopf, der weiße BMW-Kennzeichen, haha, so und so, ist jetzt in Schwarzenbeck. Und zu dem Zeitpunkt hat man dann geschlossen, dass sich das Mordkommando innerhalb der nächsten 20 Minuten bereitstellen sollte, um hier ihn zu empfangen. Das war also Prozessinhalt 2004 in Berlin. Da schließt sich ein Kreis, ein zweiter Kreis, eine Vermutung. Es gab die helfenden Hände in Hamburg und es gab einen Rüdiger Mörz. Ja. Ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist. Das war auch jemand, der in DDR-Haft war, stark geschädigt und auch mit bei den helfenden Händen mitgearbeitet hat, der aber auch Kurierdienste zwischen Hamburg und Berlin ausgeübt hat. Und nach einer Aussage von dem Herrn Resack, die ungefähr 10 Wochen alt ist, hat auch dieser Rüdiger Mörz für das MFS Kurierdienste mit erledigt. Herr Resack ist augenblicklich auf Reisen, sonst wäre er auch gerne vorgestern bei der Veranstaltung, jetzt auf der nächsten Veranstaltung dabei. Gibt es denn Erkenntnisse, dass Gartenschläger zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal im Auftrag gehandelt hat? Also ich spiele jetzt darauf an, dass er ja auch befreundet war mit Rainer Hildebrand, mit dem ich befreundet war. Vom Checkpoint Charlie und Rainer Hildebrand ja in diese ganzen Sachen auch teilweise involviert war. Gibt es da Erkenntnisse drüber? Rainer Hildebrand, Dr. Rainer Hildebrand hat den Wunsch gegenüber von Michael Gartenschläger geäußert, dass er einen Schussapparat haben wollte und hat dann auch einen Schussapparat bekommen. Ob das als Auftrag zu werten ist, ist ein bisschen undurchsichtig. Ich hatte mit Dr. Hildebrand in Berlin, auch hier an dieser Stelle, Dr. Hildebrand hat da damals das Gedenkkreuz hier eingeweiht. Ja. In Berlin habe ich ihn auch häufig besucht. Und zudem habe ich guten Kontakt gehabt, was zu seiner Frau nicht so möglich ist. Das ist mir ein bisschen zu kommerziell. Leider. Hier waren ja auch Einschüsse auf westdeutscher Seite, die man damals alle protokolliert hat und auch fotografiert hat. Sieht man davon noch was oder hat sich das alles ausgewachsen? Alles ausgewachsen. Es waren die Einschüsse, nichts mehr. Und es war noch ein Baum mit einem Einschuss, wo wir den Schweißdraht durchgeschickt hatten. Das Foto kenne ich. Und damit man auch die Schussrichtung rekonstruieren kann. Ja. Und wahrscheinlich Souvenirjäger. Der Baum war eines Tages weg. Hierzu nochmal. Als das angelegt wurde, das ist auf der Westseite offenbar nicht bemerkt worden. Ist nicht bemerkt worden. Also haben sie das wahrscheinlich nachts gemacht und dann den Aufwurf so getarnt. Streifentätigkeit ist auf Bundesseite sehr gering gewesen. Naja gut, wenn da jeweils einer steht und sieht, da kommt wenn einer, alle paar Kilometer nur sporadisch jemand kommt. Man kann also, das kann man also gar nicht dementsprechend mitkriegen. Hat man enorm weit gehört. Sie sind ja auch über die Kanalbrücke in Büchendorf gekommen, über Lübeck-Kanal. Da bin ich im Nachtdienst mal mit dem Fahrrad, bin ich gerade über die Brücke gefahren und plötzlich sah ich einen Blitz und kurz danach dementsprechend eine Detonation und wusste gleich, das ist ein Schussapparat. Und das rumste also enorm.
Und ein Kollege war direkt in Höhe der Detonation, die fand bei Leisterförde, wo jetzt anschließend alle hinfahren, statt. Und wenn Sie sich das mal angucken, was für eine Entfernung, das ist auch Luftlinie. Wie viel ist das ungefähr? 7 Kilometer würde ich jetzt grob geschätzt. Ich habe es dann jedes Mal nachher. Von 120 Schüssen. Ja. Das ist ja nicht gerade wenig. War der Gabelschläger denn da unter Dauerfeuer mit 120? Die haben auf Dauerfeuer. Die Kalaschnikow und leichte MG ist auf Dauerfeuer. Die brauchen bloß einmal gegen abzukommen, nicht? Da geht das los. Und hat man diese 120 Projektile tatsächlich gefunden? Nein, man konnte sie ja nicht finden, weil sie auf DDR-Gebiet waren. Wir haben ja keine Chance gehabt, das zu untersuchen. Also das war Aktenlage DDR, dass man die Anzahl nachher wusste, oder? Nein. Woher sind, weiß man dann, dass das 120 Schüsse das, waren? Das sind einmal Aussagen, beziehen konnte keiner. Aha. Also das eine geschätzte Zahl. Und es hat in Bröten, nicht der jetzige Bürgermeister, hat die Schüsse auch gehört und der ist auch von dieser Zahl ausgegangen. Mhm. Woher diese genaue Zahl stammt, weiß ich. Wahrscheinlich eine Rekonstruktion anhand der Schusssalven, ne? Ja. Mhm. Auch aus dem Maßnahmeplan, dass wir vor die Bewaffnung der Postenpaare hatten, jeweils 30 Schuss Munition, ja, und das waren Standard. 4. Ja. Und daraus ergaben sich diese 120. Ja. Mhm. Und die Bestimmungen sagten doch, man durfte nur parallel entlang der Grenze schießen. Und niemals einwärts. Ja. Das was war nicht gemacht. Das war nur eine Bestimmung. Da hat sich aber keiner dran gehalten. Nee, deshalb haben sie auch einmal hier in die. Aber ich habe es gelesen. Ja, gelesen habe ich es auch, aber das ist nur das Papier. Ja, genau. Es durfte auch nicht auf Kinder geschossen werden. Nein, nein. Und es sind also auch zahlreiche Querschläge und so weiter, sagen wir, hoch in den Bäumen, nicht? Weil die Waffe ja dann nach oben geht, die dauert. Über den noch eine ganz andere Frage, das ist mir so aus dem Hintergrund jetzt so ins Ohr gekommen, wenn der junge Mann sich mit der Kamera mal vorstellen könnte. Ralf Gründer, berlinermauer.de, Berlin. Ah ja. Nicht, dann, keiner wusste da jetzt, was ist er für einer, ne? Der macht einen sehr illegal. Ja, klar, ja. Naja, man hätte auch sagen können, unter Umständen diese Selbstschussanlagen sind unmenschlich. Richtig. Die abzubauen, zu vernichten, was weiß ich, zu beseitigen, ist geradezu ein Gebot. Ich weiß nicht, wie da da für die Beamten von Zoll und BGS, ich sag jetzt mal, die Befehlslage war. Sie hätten. Bundesbürger müssen eine Straftat müssen wir verhindern. Wir haben es auch als Straftat angesehen. Deswegen ich bin hier vom ZDF, Herr Lienicke und ich bin vom ZDF interviewt und ich spreche da vom Diebstahl, nicht, was Herr Lienicke gar nicht gerne hört. Ja, nicht, aber so habe ich das dementsprechend gelernt. Ja, und es ist ein Diebstahl. Ja, der Knall einer fremden beweglichen Sache. Ja, eben. Das Beamtenherz auf der Seite. Ja. Wie auch schon angeklungen, der nachher illegaler Waffen besitzt. Ja. Das sind die Gesetze. Wir haben auch Gartenschläger und die Gartenschlägerfreunde massiv kontrolliert. Nicht, dass, obwohl man sie schon kannte, nochmal über Funk überprüft, PKW durchsucht, ob man Werkzeug im Vorfeld hier. Im Vorfeld. Ja. Die sind ja häufiger und auch anschließend auch noch. Die Freunde von Gartenschläger hatten angedroht, als das Gedenkkreuz eingeweiht worden ist, wir sprengen so eine Grenzsäule. Und das muss natürlich dann auch verhindert werden. Da sind also zur Gedenkfeier, Zoll und BGS ist hier stark vertreten gewesen im Hintergrund. Hat es denn da auch hier in diesem Grenzbereich, in Ihrem Grenzbereich Änderungen gegeben, so sagen wir mal vom Zeitpunkt des Mauerbaus bis dann so etwa 63, 64 in Berlin war das nämlich so, darum meine Frage. Da war ja am Anfang, wurden wir also aktiv unterstützt, auch von Polizeikräften bei Fluchthilfe und so weiter. Und etwa ab 63, 64 ging es dann los, auch von Westseite mit sehr restriktiven Maßnahmen, dass man so ganz aktiv Fluchthilfe verhindert hat. Wie war das denn hier in dem Bereich? Ich bin ja erst seit 65 an der Grenze gewesen. Ich war 65 dann beim Bundesgrenzschutz. Aha. Und 68 bin ich ja dann zum Zoll gegangen. Da haben wir hier in dem Augenblick mit Fluchthilfe nicht direkt zu tun gehabt. Mhm. Wir haben es dann höchstens mitgekriegt, wenn durch Fluchthilfe
dann dementsprechend über Lauenburg war es damals häufig der Fall, dass dann irgendwelche rübergeschleust worden sind. Aber da hatten die Fluchthelfer auch schon Angst davor und die haben sie meistens nicht beim Zoll abgeliefert und beim Grenzschutz unbelange Grenze sind, sondern weiter ins Inland gefahren. Ja, ja. Deswegen haben wir damit nichts zu tun. Ah, ja. Ich habe es dann höchstens mal mitgekriegt. In Gudo bin ich dann gewesen und da war einer ganz nervös. Das war, er war von einer Fluchthelfer umgezogen und erwartete ein Fahrzeug, das kam nicht. Passiert was. Das war ein Jahr später schon aus. Ja, da kam die Polizei, hat also gesagt, hier aufhören. Ja, wir sind auch, so bin ich auch ausgebildet worden. Wir sind für Sicherheit und Ordnung an der innerdeutschen Grenze zuständig gewesen und da musste das natürlich verhindern. Ja. Auch Provokationen versucht zu verhindern. Es sind, wir haben dann auch verhindert, wenn unangemeldete Demonstrationen waren. Ich entsinne mich mal, die Junge Union, der Landesverband, hatte dann eine Demo in Mustin, was Herr Schmiel dann auch bei der Eröffnungsrede gesagt hat. Und dann ist eine unangemeldete Demonstration in Mustin gewesen. Die hatten sich vorher auf dem Marktplatz in Ratzeburg getroffen, dann zum 17. Juni war das meistens. Und dann sind sie mit Transparenten und mit Grenzen und so weiter sind sie hingezogen. Und ein Kollege hat dann den Landesvorsitzenden, ich weiß nicht, was war, hat das Plakat entrissen. Mein Hauptverbandsvorsteher aus Lübeck, Herr Jensch, hat dann gleich gesagt, es war ein verhältnismäßig junger, unerfahrener Kollege, der dann aber dann doch Druck gekriegt, dass er seinen Kollegen, der doch nicht so jung und unerfahren war, eigentlich unterstützen müsste. Ja. Also das müsste auch verhindert werden, wenn er nicht angemeldet war. Und obwohl, wenn es angemeldet war, dann war es möglich. Hier seht ihr, ich komme gleich auf die Frage. Hier hatten wir so einen Schlagbaum, das ist so ein kleiner Wendeplatz gewesen und dort würde, und zwar wenn Sie hier hinschauen. Da hinten, bis dort hinten wird dieser Streifen freigehalten. Ne? Sonst wäre hier schon alles zugewachsen und nicht mehr zu sehen. Auch diese Bäume, die hier zu sehen sind, die sind jetzt erst nach 1990 hier dementsprechend gewachsen, alles durch Wildwuchs. Hier an dieser Stelle stand ein Beobachtungsturm, aber Michael Gartenschläger hat diesen Turm nicht kennengelernt, er wurde erst später aufgestellt. Vorher war hier mal ein eiserner, ein sehr höherer Turm, der wurde dann aber 1968, 69 wurde er abgerissen. Und gleich nach dem 1. April wurde hier an dieser Stelle ein Betonbunker errichtet. Das sind ja Fertigteile gewesen. So ein Betonbunker werden wir gleich in Leisterförde dementsprechend sehen. Dieser Bunker war anschließend ständig rund um die Uhr besetzt. Zusätzlich wurden nach dem ersten Diebstahl von Michael Gartenschläger wurden parallel des Zauns Scheinwerfer aufgestellt, die den Zaun dann hier beleuchteten. Und trotzdem hat Mitte April Michael Gartenschläger an der Stelle, ungefähr wo da der Weg nach links reingeht, ungefähr in dieser Höhe, seit zweiten Schussapparat abgebaut. Obwohl der Bunker besetzt war. Das haben sie nicht mitgekriegt. Die Grenzsoldaten waren zwar aufmerksam, aber häufig haben sie doch gepennt. Ich werde in Langnesten gleich mal über eine Fluchtgeschichte, die dort an dieser Stelle war, dann erzählen. Da merkt man auch, ganz so aufmerksam waren die Grenzsoldaten auch nicht und haben die Augen auch nicht überall gehabt. Waren auch Menschen. Aber natürlich waren Menschen, war menschlich. Kann es auch daran gelegen haben, dass der Blick mehr nach Osten gerichtet war als nach Westen? Man wollte ja Fluchten verhindern. Der Blick war aber mindestens um 60-70% auch in Osten, um zu sehen, wenn der Chef kommt. Ja, damit die Bierflaschen, das Radio und so weiter verschwindet. Es waren auch Menschen. Es waren auch Menschen. Es waren junge Menschen. Es waren junge Menschen. Die nicht freiwillig da waren, die meisten. Das darf man nicht vergessen. Sie durften nicht. Kein Sprechen. Deswegen, Sprechen war ja auch kaum möglich. Hier war dann die normale Streife, ging hier längs am Kolonnenweg. Dahinter war noch der Spurenstreifen, der ständig frisch gepflügt und geeckt wurde. Und die Streifen, man hätte gar keine Chance, die Herrschaften dort, die sind ja praktisch noch auf DDR-Gebiet. Nicht wie man schreien würde, um ein Gespräch mit denen zu führen. Und dann hätte man wieder Angst, weil dann sicher dann der nächste Posten ist.
Ein Beobachtungsturm ist hier in Sichtweite, wo man merkte, da geht es ein bisschen runter dann da hinten, ein bisschen abhängig. Ja. Ungefähr an dieser Stelle stand auch ein Beobachtungsturm. Und die haben ja sehr gute Fernleser gehabt. Nicht? Die konnten dann nicht sehr gute Zeiss-Leser, nicht? Die konnten also wunderbar hinschauen. Hier wurde dann ja, dann, als dann das Gedenkkreuz angeweiht wurde, in aller Eile erstmal ein hölzerner Beobachtungsturm aufgestellt. Und da hatten sie dann ein 1000 mm Spiegel-Teleobjektiv. Und da konnten sie also auch wunderbare Aufnahmen machen. Ich habe zwei Aufnahmen bekommen, die von Grenzern gemacht worden ist. Eine, wie ich mit meiner Kamera an der Bahnlinie stehe, das waren Grenzoftleere. Und das andere ist dann, das haben sie dann freundwärts der pioniertechnischen Anlagen, so ist der Text der Stasin darunter, also vom Turm aufgenommen. Und ich stand feindwärts mit dem Lothar Lienig und machte damals 1976 ein Tonbandinterview. Ja. Und da steht dann dabei, Lienig auch verkehrt geschrieben mit Schreibmaschinenschrift, und der Zöllner in Zivil. Und ich habe ja schon erwähnt, ich habe um Akteneinsicht gebeten, nichts vorhanden. Also der bekannt Zöllner gewesen war ich. Ein Zöllner in Zivil, nicht der.